Dreier von so 2 Metern. Guckt auf das Vorderrad, habt ihr das gesehen? Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir läuten hiermit eine neue Videoreihe ein. Nach Lukas Crashfest gibt es jetzt auch Lukas Stuntfest. Ich möchte hier auf dem Channel nicht immer nur Crashes und Fails zeigen, sondern ich habe mir überlegt und auch schon in dem letzten Video angekündigt, dass wir eben auch Tricks zeigen wollen, die ihr, meine Community, gelandet habt. Und zwar nach längerem Üben. Und für alle, die Crashes und Fails lieben, die sind trotzdem dabei, weil auf dem Weg, um einen Trick zu stehen, passieren natürlich Crashes und es passieren Fails, also auch in der Episode sind wieder einige Dinger mit dabei, aber im Endeffekt werden eben die Tricks gelandet und ich will einfach zeigen, was dazugehört, um besser zu werden beim Fahrradfahren und was dazugehört, um neue Tricks zu stehen und zu landen. Wir haben einige Einsendungen bekommen und wir gucken uns die gleich alle an. Ihr könnt am Ende des Videos auch wieder für euren Top Stunt abstimmen. Wir haben am Ende wieder eine Top 5 und derjenige kann sich dann was bei mir im Onlineshop bei The Motion Brand raussuchen. Wer jetzt das Video guckt, wo es gerade online gegangen ist, genau nach dem Video um 13.30 Uhr geht die neue Summer Shirt Kollektion online, bestehend aus dem Batik Oversized Shirt, aus dem mintgrünen Shirt und dem weißen Live Short Stunted T-Shirt sowie der neuen Cap. Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben eine sehr, sehr hochwertige Produktion ausfindig gemacht, dort produzieren lassen. Es hat deswegen etwas länger gedauert. Die Schnitte sind nicht von der Stange. Wie ihr seht, wir haben auch zum ersten Mal Oversized Shirts. Ich persönlich feiere das mega. Das weiße Shirt hat einen Regular Fit, wer nicht auf Oversized steht. Und wir haben uns diesmal auch wieder was Besonderes überlegt. Bei der Jersey-Kollektion, wo auch die Bikehose dabei war, gab es ja so ein gratis Bandana zu jeder Bestellung. Und jetzt gibt es einen gratis Schlüsselanhänger mit The Motion Brand und Live Short Stunted zu jeder Bestellung dazu. Aber die Sachen sind limitiert, die T-Shirts sowie auch die Cap. Also wenn ihr was bekommen wollt, haltet euch ran und checkt am besten sofort den Shop aus, weil ich habe noch nie so viel Feedback und so viel Nachfrage bekommen. Danke für euer geiles Feedback zu den Sachen und ich würde sagen, wir springen ins Video und fangen an mit Stunt Nummer 1, der hier eingesendet wurde. Nummer 1 ist von Downhill Andy und Hashtag außerdem Wheelie Wednesday. Leider ohne Ton, einfach einen Wheelie 360 bunkt an den Holzstapel, hat es nochmal in Slow-Mo, sehr gut. Und fährt im Fakie raus, hat auch die The Motion Brand Hose an, bester Mann. Skill, auf jeden Fall. Das war das erste Ding. Der nächste Clip ist von Ghost-Downhill, erster 180 Versuch. Und ich habe es gesagt, es sind Fails dabei. Also wer auf Fails steht, ihr kommt trotzdem auf eure Kosten. Und dann zieht er den 180 durch und landet ihn. Man sieht den Fakie nicht ganz. Ich glaube, er rollt aber einfach den Hang wieder runter. Gucken wir uns den Gestandenen nochmal an. Ja, einmal den Fail noch. Zack. Und dann das Ding gelandet. Für euch nochmal, wer gerade am 180 dran ist. Bei dem ersten sieht man, er nimmt den Kopf raus und guckt nicht ganz rum. Und beim zweiten hat er den Kopf schön drin gelassen und seinen ganzen Oberkörper halt in den 180 reingelegt. Sobald ihr aufhört, mit dem Kopf in die Richtung vom 180 zu gucken, stoppt ihr die Rotation und kommt nicht ganz rum. Genau dasselbe gilt beim 360 und auch beim Flip oder beim Frontflip. Dort, wo ihr hinguckt, dort bewegt sich auch das Fahrrad hin. Ist ganz wichtig bei jeden Trick eigentlich so. Also wenn ihr gerade dran seid, guckt immer weiter und dann klappt das. Leon-Fischer05, apropos drehen, sein erster Backflip. Riesenanfahrt, Riesen-Airbag und perfekt, um solche Sachen zu lernen. Yo. Der nächste ist Luca.Hellwig in den Mimo Trails, ist die Strecke von einem Kumpel, vom Nils. Schöne Anfahrt, schöner Mullsprung, perfekt um Tricks zu lernen. Aber. Boah, Digga! Ich würde behaupten, ganz kurz, Luca, wir gucken es gleich weiter. Wenn da kein Mulch wäre, wärst du nicht mal umgefallen. Manchmal, also so schön wie ein Mullsprung ist, aber man bleibt manchmal auch stecken
Ist mir auch schon passiert. Man kommt auf, das Vorderrad bleibt stecken und man fällt so rüber. Wir gucken uns den nochmal an. Zack, bang. Boah, Digga. Aber er steht auf, macht's nochmal und bang. Erster 360 unlocked, hat's mit Lukas Stuntfest getaggt. Deswegen bist du gleich in der ersten Episode mega. Nächster, MTB-Benny und hat frisch. Ja, ich spoilere mal noch nicht. Ja. Strahlend und fährt davon. Hat frisch Fujimips gelernt und hat ihn gleich in eine mega coole Line integriert. Und das hat bei mir auch so ewig gedauert am Anfang. Fujimips dauern so lange. Auch wenn man es dann schafft. Yes. Er strahlt. Das Cabo-Bike muss ich auch mal wieder aufbauen. Ich habe das im Keller. Irgendwann ist es dran, dann stecke ich das mal wieder zusammen und fahre mit dem Cabo-Bike wieder. Das Teil ist einfach. Official.se Barspins. Wer kennt's nicht? Kann man auch verzweifeln, wenn man den übt. Aber später, woanders, an einem anderen Spot, das ist nicht er, aber das, zack, Barspins unlocked. Wie bei Fujimips, wie bei Flips, 360s, wie bei jedem Trick, dranbleiben und es lohnt sich. Man darf nicht zu früh das Handtuch schmeißen und man sieht es auch hier. OneWay_Aydin hat aus Salzburg eine coole Wheelie-Line gepostet. Ich finde das so geil mit der Mülltonne. Skill ist am Start, ohne Mist. Der nächste Clip ist zwar nichts Gelandetes, aber wurde mit Hashtag Lukas Stuntfest getaggt und ich fand's einfach nur komplett witzig, weil es mal was anderes ist und wir so eine Einsendung noch nie hatten. Ich präsentiere Siggi TV Official. Ab geht's. Willkommen zur Siggi Stunt School. Ich glaube, ich muss euch auch mal ein paar Tricks zeigen, die einfach für jedermann zu nachmachen. Wir fangen heute einfach mal mit einer ganz leichten Übung an. Einfach mal so ein kleiner Stoppy. Stoppy, ab geht's. Stoppy lernen mit Siggi. Stoppy ist immer geil. Stoppy kannst du überall einsetzen. Stimmt. Ich würde sagen, wir labern nicht viel Scheiße, wir fangen einfach gleich an. Mach irgendwie einen Stoppy. Irgendwie. Ja, schalt nochmal. Und dann. ich fand's gut. Das können wir durchaus hier mal auch was zum Lachen mit reinnehmen. Siggi, absolut. Siggi, bester Mann. Helm aufziehen beim nächsten Mal. Ist immer gut. Simon_Würle. Monday hit me like. Ah, der berühmt-berüchtigte Mullsprung. Ich hab's euch gesagt, ey, man kommt auf und rutscht weg. Bang! Aber. Und da kommt die Faust. Hat sich gefreut. Und das meine ich, wenn ihr solche Clips habt, wo ihr zum ersten Mal so einen Trick landet. Ich glaube, 360s konnte er schon, aber 360s aus so einem Absprung nicht. Ihn haut's erst hin, er landet ihn. Wenn ihr so einen Clip habt, postet den mit Lukas Stuntfest und kommt vielleicht in die Episode. Stahlschmidt Luis. Komm, Junge! Yo! 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 Das war der perfekte Crash. Das Fahrrad schön sanft zwischen dem Dirt-Sprung abgelegt und schön reingerutscht. Erster Verschicksti auf Dirt und ihr kennt das Format mittlerweile, was jetzt passiert. Ja, ja, yes! Alter! Und die Buddies und er feiern's komplett mega. Erster 360 auf Dirt ist immer was Besonderes. Und wir sind bei der Top 5 angelangt. Friedi, guckst du mit? Zu? Hast du Bock oder nicht? Sieht so aus, ne? Nicht runterfallen. Wir sind bei der Top 5 angelangt und am Ende von der Top 5 könnt ihr wieder in den Kommentaren abstimmen, wie ich es am Anfang schon erklärt habe. Schreibt rein, ob ihr, doch kein Bock, ob ihr Stunt 1, 2, 3, 4 oder 5 am krassesten fandet. Am besten von der
Progression, also wenn jemand sich echt reingehangen hat, um den Trick zu landen, dann kommentiert die Ziffer und derjenige, der gewinnt, bekommt dann ein was aus dem Shop, darf sich was raussuchen und dem schicken wir dann was zu von The Motion Brand. Und wir beginnen mit Stunt Nummer 1 aus der Top 5. War auch schon beim Crashfest dabei, Luis Freitag, mit einer ziemlich coolen Line. Solche Skinnies sind echt. Und dann noch da hoch, wenn du da abrutschst. Alter, Nose Press Dreier von so 2 Metern. Guckt auf das Vorderrad, habt ihr das gesehen? Er zoomt gleich nochmal ran. Schön runtergezogen und die Milch quillt raus. Aber er schreibt, proud of this line, deswegen swipe nach links rüber. Ist nicht der identische Clip, sondern ein zweiter. Und jetzt, das ist fett. Yo. Yes. Übelst krasse Line. Ohne Mist, finde ich Hammer. Nummer 2, Lorenz SGR. Probiert Flips. Mein Fahrrad hat ordentlich was abbekommen, aber hat sich gelohnt. Er ist weggerutscht. Nochmal. Und er probiert immer weiter. Kopf über abgesprungen. Nochmal. Aber es ist ein geiler Step-Up, um das zu üben. Auch mit Mulchauflage. Ja! Yes, Mann. Übelst geil. Ja! Nochmal am Ende, das müssen wir uns nochmal angucken hier. Yes. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Lorenz Hammer, mega, mega, mega gut. Ich habe die damals zusammen mit meinem Bruder gelernt und mein Bruder Tim hat 3 Minuten vor mir gemacht, den ersten Flip überhaupt damals, wo wir angefangen haben. Und dann habe ich mir gesagt, ey, wenn der den jetzt macht, muss ich auch ran. Und dann so ein Hammergefühl. Mich auch schon, also man freut sich ja auch für den anderen. Ich habe mich für meinen Bruder schon gefreut bis über den Mond. Und dann, wenn man den selbst landet, man ist einfach so stoked. Generell mit jedem Trick. Aber der nächste, Video ist leider ohne Ton, aber der Dude kommt aus meiner Gegend. Nummer 3, Björn Reichelt mit einem fetten Ninja-Drop. In Slow-Mo vom Dach. Gute 2 Meter runter in die Bank. Boah. Krasser Einschlag. Und einfach mal noch ein Bunny Hop Whip angekickt. Ist aber leider weggecuttet. Vielleicht nicht gestanden, aber so geil. Komm, wir gucken nochmal. Ninja. Da braucht man Bars. Yes. Fett Björn. Echt fett. Deswegen ist er in der Top 5. Nummer 4. Jolis-BRS in Solingen. Ich habe gesagt, es sind ein paar. Schon wieder Spoiler. Zu lassen. Oh yes! Yeah! Junge, Alter, der ist auf 1, Alter! Einfach auf 1, Alter. Ich wollte es nicht spoilern. Ich habe am Anfang gesagt, es sind ein paar Flips dabei. Dann kommt nochmal. Auf 1. Scheinbar. Oh mein Gott! Und das ist es, was beim Fahrradfahren so geil ist. Man freut sich selber so, die Homies freuen sich, feuern einen an, mega. Nummer 5, Kenny, kommt auch bei mir aus der Gegend. Sendet Flips auf die Airbag-Landung in Serfaus. Und hat den erst neu gelernt und macht den jetzt, bang, auch im Concordia Park in Chemnitz, wo ich auch schon war, auch auf hart. Mega. Der Clip ist so geil mit diesem. Und kann ihn jetzt einfach auch auf hart. So geil. Das war's von Lukas Stuntfest und ihr könnt jetzt für euren Top-Stunt abstimmen.
1, 2, 3, 4 oder 5. Und wer die meisten Kommentare hat, ich kann mir die Gesamtanzahl anzeigen lassen. Der gewinnt ein was aus dem Shop, darf sich was raussuchen. Und genau jetzt um 13.30 Uhr sind auch die neuen Shirts online gegangen. Das Batik-Shirt Oversized, das mintgrüne Shirt Oversized und das weiße Live-Shirt Standard-Shirt sowie auch die Cap, das weiße Live-Short Standard-Shirt, ist ganz normal geschnitten und bei den Oversized-Shirts kann man einfach auch seine normale Größe wählen. Ich trage eine XL, die ich auch bei den normalen Shirts trage. Die sind halt nur etwas weiter. Die Cap gibt es noch und, wie am Anfang erwähnt, wie schon beim letzten Mal, wo wir das Bandana gratis zu jeder Bestellung hinzugefügt haben, gibt es jetzt das The Motion Brand Live Short Standard Schlüsselband gratis zu jeder Bestellung von der neuen Kollektion. Wer Bock drauf hat, schaut im Shop vorbei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.